Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen. Ihr seht, 1, 2, 3 mit dem 4. Ich habe ja bei Facebook schon einige Bilder oder Links gepostet von den Sachen, die ich mir gekauft habe. Bei Amazon. Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Ich weiß auch gar nicht, was in den einzelnen Paketen überall drin ist. Oh, hier, mein T-Shirt ist da. Coole Sache. Ich habe mir zweimal bestellt ein T-Shirt, ich bin ein tätowierter Papa, so wie jeder Papa, aber etwas cooler. Nee, viel, viel cooler. Und da kam jetzt die erste Version, das ist diese. Die kann man auch in, ja, das ist der Schriftzug in Blau oder in Weiß oder das T-Shirt Navy Blau. Ja, sieht ein bisschen clean aus. Ich habe extra eine L bestellt. Muss ich mal gucken. Muss ich nachher mal anprobieren. Wenn nicht, muss ich es vielleicht nochmal tauschen, weil das ein bisschen clean aussieht. Aber der Totenkopf sieht cool aus mit dem blutverschmierten Papa und cooler. Sieht auch geil aus. So, bin ich mal gespannt nachher, wie es passen wird. Aber jetzt vom ersten Blick sieht es ein bisschen cleaner aus. Werde ich dann in die Videobeschreibung posten, ob er da... Ich werde die Links natürlich auch posten. Ob er da eine Nummer größer nehmen sollte oder nicht von My Shorts Shirts Store. So, ist das erste. Dann haben wir hier noch was. So, ach, da ist das andere T-Shirt so ja drin, ne? Wichtig, wichtige Meldung ist uns wichtig. Rezension mit Verkäuferfeedback, sehr geehrter Kunde. Achso, ja. Von Love All My Shirts. Und da ist denn, da stand eigentlich drin, dass die T-Shirts nächste Woche erst kommen, zwischen Montag und Freitag. Ist ja cool. Da sind die jetzt schon da. So, das ist das andere. Ja, das sieht auch so ein bisschen clean aus, obwohl, naja, kann täuschen. Das ist dieses. Im Prinzip der gleiche, bloß ein anderer Look. Oh, sieht auch nicht schlecht aus. Das Rot hat so einen kleinen Glitzereffekt drin. Der Totenschädel kommt geil. Ja, muss ich nachher auch anprobieren. Wie gesagt, werde ich auch in die Videobeschreibung teilen. Ich würde mal doch so lassen, ob es zu groß oder zu klein ist. Oder ob es genau passt. Also wenn ihr denn auch holen wollt, dann, also ich habe eigentlich alles in der L. Oder eine M, also M ist mir mittlerweile zu klein geworden, weil ich ein bisschen zugenommen habe. Aber passt teilweise auch wieder, ich habe ja schon ordentlich viel abgenommen. Ja, und da muss ich dann erstmal gucken. So, was haben wir denn hier? Dann kann ich euch nämlich sagen, ob es wie mit meinen anderen T-Shirts ist oder ob ihr da lieber eine Nummer größer oder kleiner holen solltet. 180 km/h. Ah, eine Flasche ist schon da. Cool. Da habe ich mir so einen Sirup bestellt. Den hat mir der Robert empfohlen. Kaktusfeige ist jetzt angekommen. Ja. Sagt er, das ist besser, wenn du sowas trinkst als Cola, weil das ist ein Mischungsverhältnis 1:80. Und ich habe mir extra schon Medium Wasser geholt, das steht schon ein Sixer im Schlafzimmer. Und hat Robert gesagt, ich soll davon einfach ein Schnapsglas voll Rin machen, also einen Spuck abtrinken, ein Schnapsglas voll Rin, so leicht schütteln und dann schmeckt das. Und das ist halt nicht so süß wie, ja, wie Cola und ist nicht so viel Zucker drin wie Cola. Zuckerfrei ist es sogar, steht hier. Aspartamfrei. Oh, ich habe meine Lesebrille nicht auf. Plus L, Calcium und Vitamine. Ja, und dann kann ich, also kein Zucker, wie gesagt, und dann kann ich
damit ein bisschen was abnehmen. Und Mischungsverhältnis 1 zu 80, das ist jetzt so ein Liter, was das ist hier, oder? Das ist ein Liter, glaube ich. Ja, 1000 Milliliter ist ein Liter. Und die Sirups, Waldmeister und so, was du bei Netto und so kriegst, das ist ja mal so eine kleine Flasche und das ist ruckzuck leer und das ist ein besseres Mischungsverhältnis und das ist halt wohl nicht so süß. Da lasse ich mich auch mal überraschen und werde mir nachher gleich mal anmischen. So, und dann haben wir hier noch was. Kann man das hier irgendwo aufmachen? Nee, kann man nicht. Muss ich auch aufschneiden. So. Receiver habe ich mir auch bestellt, einen neuen, weil der, den ich habe, der im Wohnzimmer ist, der soll dann ins Schlafzimmer. Und für das Wohnzimmer habe ich mir einen neuen bestellt. Der ist auf dem Weg, der wird auch noch bearbeitet, da muss noch was gemacht werden. Ein paar Leute wissen ja, was da gemacht werden soll. So. Ach, da ist das andere so, ja, auch schon mit bei. Das sollte auch nächste Woche, wie gesagt, kommen. Das ist jetzt hier Litschi. Drachenfrucht Litschi ist das. Hat Robert mir empfohlen, das soll auch sehr lecker sein. Also ich komme mit einer Pulle locker über einen Monat, hat er gemeint, wenn ich jeden Tag eine Flasche trinke. Habe ich jetzt zwei Flaschen, müsste ich eine Weile hinkommen und dann werde ich die Sorten jetzt mal nach und nach durchtesten. Die, die mir schmecken, werde ich halt immer auf Vorrat hier haben, dass ich immer eine Flasche da habe und dann werde ich mal die anderen Sorten auch noch durchtesten. Die haben noch Apfel, Zitrone haben sie, glaube ich, auch und die haben ganz viele verschiedene Sorten. Ich werde euch das alles in die Videobeschreibung verlinken. So, dann habe ich hier eine neue Trinkflasche für meine Tochter mir bestellt. Die war auch sehr billig. Also sieht jetzt ein bisschen zusammengefaltet aus. Die kostet, was habe ich bezahlt? 9,99 Euro, glaube ich. Ich bin mir jetzt da nicht so sicher. Und ich habe ja so einen schon eh mal geholt von Rossmann. Hat mir meine Ex empfohlen. Das ist wohl besser und hygienischer für die Kleine mit sowas als mit den normalen Trinkflaschen, weil Gummiband abmachen. Ach, das ist so ein Gummiband. Hier kann man das, so ein Gummiband dran, das kann man denn eingerollt lassen. Ja, sieht aus. Ach, das geht auch von automatisch schon auf hier. Ist ja geil. So. Und die von Rossmann, die ist halt ein Stück kleiner und die ist ein Stück größer. Auch hier, wie ihr seht, das ist alles dehnbar und hier oben ist dann halt nur so ein kleines Sieb und den kann man auch abschrauben. Werde ich nachher gleich mal in den Geschirrspüler jagen. Und dann kann man, ja, das ist halt hygienischer, hat sie gemeint. Dann kann man den hier auch nochmal abschrauben, glaube ich. Nee, da kann ich es nicht abschrauben. Das ist hygienischer als die normalen Trinkflaschen, wo man den Drehverschluss hat, weil sich hier wohl nichts ansammeln kann an Keimen. Und dann kann man das hier ganz einfach wieder so zusammendrehen, Deckel drauf, Gummiband rum und fertig ist. So, dann kommen wir hier zu SanDisk, habe ich bestellt, eine Speicherkarte. Habe ich ja auch schon gepostet. Was ist das? Zettelei. So, und zwar habe ich mir diese hier holt, die hat auch eine Adapterkarte, die werde ich jetzt nicht so wirklich brauchen. Aber das ist eine 32 GB Extrem Speicherkarte von SanDisk. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ja, das ist die goldene. Und das ist halt die größte, laut Nintendo, die größte, die in den New 3DS XL oder New 3DS überhaupt reinpasst, mit dem man arbeiten kann. Größer verkraftet sie nicht und wurde auch explizit diese empfohlen. Und deswegen habe ich die geholt für meine Tochter, für ihren 3DS, weil da ist jetzt eine 4 GB Karte drin, von Anfang an drin gewesen. Das ist ja lächerlich. Das ist, da macht sie ein paar Fotos und dann ein paar Spiele und dann ist das Ding voll. Und mit 32 GB kommt sie jetzt ordentlich weit. So, und dann habe ich hier mein Zweier-Set, das werde ich auch verpackt lassen, das werde ich noch nicht auspacken, von kleinen Kopfkissen. Und zwar die Größe 40x80, habe ich ja auch bei Facebook gepostet. Mit einem Reißverschluss sind die. Jetzt warte ich noch auf zwei Weinrote, dass ich das halt ein bisschen variieren kann. Und
die kommt dann auf meine neue Bettwäsche mit drauf, weil die schwarz mit ein bisschen lila ist. Also für die anderen, für die kleinen Kopfkissen, habe ich mir so ein Zweier-Set bestellt, das kommt nächste Woche. Kopfkissen und Bettlaken. Nee, Bettdecke, und das habe ich halt zweimal bestellt, weil ich ja zwei Kopfkissen und zwei Bettdecken habe, und ich habe auch diese kleinen Kissen, und davon habe ich halt nicht in der passenden Farbe und nicht wirklich was, ich habe die alle aussortiert, deswegen habe ich mir die geholt. Und ja, dann für das, was ich jetzt ja schon habe, habe ich dann nochmal extra Weinrot gemacht und geholt, das passt ein bisschen besser, sieht ein bisschen besser aus. Und dann will ich mir demnächst noch ein schwarzes Spannbettlaken holen für die schwarze Bettwäsche. Und dann werde ich mir von diesen Kleen hier, werde ich mir noch graue holen und vielleicht blaue oder irgendwelche anderen Farben noch, dass man ein bisschen mehr variieren kann und dass ich ein bisschen mehr von den Kleen auch da habe auf Reserve, falls mal was ist. Und schwarz werde ich mir auf jeden Fall nochmal doppelt bestellen. So, das soll es jetzt aber auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Peace. Ahoi, sagt euer Odin.